Mahlzeit, moin Leute! Meine Frau wird wahrscheinlich schmunzeln, wenn ihr das Video seht. Die versucht mich schon seit 18 Jahren, glaube ich, dazu zu bekommen, dass ich zu Hause mal ein bisschen Staub saug. Da drücke ich mich immer gekonnt vor. Aber jetzt, Makita hat es geschafft, dass selbst ich mich mit Staubsaugern beschäftige. Und zwar mit einem, ich guck mal kurz nach, DVC 560. Multifunktioneller Akkustaubsauger, kein lästiges Kabel hinterher schlören mehr. Eine Arbeitszeit irgendwo von 30 bis 60 Minuten, je nachdem, welche Anwendung ihr da habt. Und ist auch nicht nur ein Sauger, sondern ein mechanischer Bürstensauger. Hat unten eine mitlaufende Bürste. Ich kann auch nochmal genauer zeigen. Im Moment haben wir ja noch. So, hier haben wir ein Bürstenrad, was mechanisch angetrieben ist. Hier haben wir die Höhenräder. Über diese Räder wird von oben gesteuert, welchen Abstand die Bürste zum Boden haben soll. Genau. Hier sind die beiden Akkus drin. Klar, vom Komfort her, entweder muss ich den Sauger annehmen, wie ich es jetzt mache, oder ich muss mich halt bücken zum Akkus wechseln. Aber ist ja nur von Vorteil, wenn der Saugkopf unten das meiste Gewicht hat. Deswegen sind die Akkus unten drin, damit ich ordentlichen Druck auf dem Boden habe. Von der Funktion her, da die alle klappen, also hier geht die Klappe auf, um die Akkus zu wechseln. Hier mache ich die Höhenjustierung. Und hier zeige ich euch jetzt, kann ich den Sauger in eine angenehme Arbeitsposition bringen und kann hier einsehen, wie viel, Moment, wie hoch der Ladestand noch ist. Wir fangen erstmal an, also von hier oben, ich habe wirklich eine schöne Arbeitshöhe, mache ich das Gerät an, den Sauger und habe hier drei Stufen. Da ist ja Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 oder aus. Die Stufen sehe ich auch auf der Anzeige, wo ich auch gesehen habe, wie voll die Akkus noch sind. 1, 2, 3. Hier, On-On-Hebel. Der ganze Sauger hat hier den Filtersack versteckt und der Sauger hat einen HEPA-Filter. Er ist absolut wartungsarm, funktioniert super, hat ordentliche Ansaugleistung und verschmutzt eigentlich nicht oder verschmutzt nicht. Dann legen wir mal los. Ich merke schon beim Saugen, ich habe jetzt Stufe 3, macht man ja automatisch, dass man irgendwie die meiste Leistung nimmt, aber das ist der Akku ja auch irgendwann alle. Ich glaube, Stufe 1 reicht schon vollkommen. Dann habe ich eine echt mega Geräuschkulisse, aber so gar kein Problem, noch eine Unterhaltung dabei zu führen. Das kann ich den ganzen Tag machen. Dann noch ganz cool, wenn ich jetzt in die Ecken nicht reinkomme, wenn ich jetzt hier vorbeifahre, komme ich ganz in die Ecken, auch kein Thema. Habe ich hier den Ghostbusters Verlängerungsarm, habe ich dann dabei. Aussaugen. Wenn ihr euer Auto damit aussaugen wollt, auch machbar. Habt da hier noch diverse Anbauteile hinten drin. Fliegen also auch nicht irgendwo im Karton rum, sondern ist alles direkt mit dabei. Eine Fugendüse. Und das. Eine Bürstendüse. So. Sogar mit Gelenk. Wieder einklicken, damit noch nichts verloren geht. Hier wieder einsetzen.
Schlauch wird eingezogen im Rohr, unten wieder einsetzen und normale Funktion ist wieder machbar. Das ist nochmal ein R2-D2, den man gebrauchen kann. Kann ich euch empfehlen. Mega. Das wird es im Sauger noch sein, ne?